Herzlich willkommen zu meiner Analyse über den MDAX. Heute ist der 8. Januar 2019. Wir haben fast 21 Uhr. Den MDAX habe ich schon länger nicht mehr gemacht, deswegen wird es mal wieder Zeit. Und vor euch liegt der Chart Eine Kerze, ein Tag. Und da fallen mir auf Anhieb mehrere Dinge sofort auf. Das eine ist, von der letzten Bewegung oben von dem fast von dem High von 27.368 bis runter sind wir schon fast in der Nähe von diesem 38,2er Retracement. Das liegt bei 23.249. Das ist mal ein Punkt, ein Annäherungspunkt. Ja, wir haben hier eine sensationelle Akzeleration gehabt. Wirklich schön gemacht. 10 Tage wird bald durch 20 gehen, also morgen. Und wir haben das 20-Tage-Band, also den SMA, sehr locker durchbrochen. Damit hatten also Dow und auch DAX und so ordentlich zu kämpfen, hat der MDAX einfach rausgenommen. Heute unter der Führung von Boss, MTU, Gerresheimer und Airbus. Also das sieht erstmal ganz gut aus. Jetzt nehme ich die Fibos raus, damit der Chart ein bisschen sauberer wird. So, als nächstes haben wir hier diesen Downtrend von dem gleichen Punkt wie eben von den Fibos, die ich gezogen habe. Und da liegen wir einen Schnaps unter 23.000, 22.950. Das verbindet sich mit dem oberen Band. Aber diese Linie hier ist mir sogar noch ein bisschen wichtiger. Hier sind wir das letzte Mal durchgebrochen. Einmal kurz drunter, haben uns davon hochgehangelt und sind dann durch. Und das ist ziemlich genau die 23.000. Und das sollte eigentlich das Ziel sein. Also ich fand den heute sehr interessant. Das Problem vom MDAX ist immer wieder, dass wenn man ein Kaufsignal findet, ist der Stop nicht irgendwie 30, 50 oder 100 Punkte weit weg, sondern 200, 250, 300 Punkte. Damit muss man einfach umgehen können. Die Technik ist in Ordnung. Der Oszillator ist in Ordnung. Da gibt es eigentlich nicht viel zu deuteln. Ich habe mir mal ein paar Scheine angeschaut. Und welcher mich interessiert, ist also nicht der, der hier unten liegt. Das wäre dann so die konservative Variante, so unter 20.500, sondern ich suche einen Schein, der hier drunter liegt, unter der 21.500, weil, sollte der Markt kurzfristig korrigieren, glaube ich, dass der Bereich 10- und 20-Tage-Linie durchaus halten kann. Und dann haben wir bei der 21.500 auch den Beginn von dieser Kerze von, was war das dann, Freitag. Das ist hier. Deswegen darunter suche ich jetzt einen K.O.-Schein. Und den hier habe ich gefunden. Das ist ein 21.451er. Ändert sich jeden Tag. Ist ein Open-End-Schein. 21.450 sind wir hier. Also hinter diesen beiden gleitenden Durchschnitten. Ist von Goldman Sachs. Das ist die GA0ZGT. GA0ZGT. Hat einen ordentlichen Hebel, ordentlich Bums dahinter. Das ist ein 21er Hebel. Also der macht schon Spaß. Jetzt gucken wir mal nach dem Put. Bei dem Put tendiere ich zu sowas hier. Das ist ein 24.132er. Ich weiß, es ist weit weg. Der ist hier hinter 24.132. Das ist auch kein Kauf für heute hier und jetzt, sondern ich möchte gerne mal wissen, was macht der Freund hier in diesem Bereich bei der 22.950 bis zu 23.000? Wie verhält er sich da? Wenn der dafür 2 Tage braucht, wird hier die Technik insgesamt schon wieder sehr hoch sein. Dann bin ich auch durchaus bereit, einen tieferen zu nehmen. Hier so eine 23.500. Aber jetzt für die Watchlist. Angesichts der Tatsache, dass er durchaus das hier überbieten kann, ist das für mich erstmal der Schein meiner Wahl für die Watchlist. Nochmal 24.132, ist auch von Goldman. Das ist die GM9 ND9. GM9 N Nordpol Dora 9. Das sind die beiden Scheine, die ich mir anschaue. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.